Herzlich willkommen in meinem neuen Video. Ich bin Varaya von Varaya Loves Paper und für mich sind es ein paar Minuten zwischen dem letzten Video und diesem Video. Für euch sind ein paar Tage dazwischen. Oder ihr guckt die Videos hintereinander, weil ihr sie später guckt. Auch gut. Hier ist Cover Teil 2. Falls ihr meinen Kanal noch nicht abonniert habt, super Gelegenheit. Falls ihr schon immer mal einen Kommentar bei YouTube schreiben wolltet, super Gelegenheit. Und Likes gehen auch immer, oder? Ja, vorausgesetzt, es gefällt euch, klarer Fall. Im letzten Video haben wir die Bindung vorbereitet. Wir haben das Cover vorbereitet. Wir haben hier die Außencover gefetzt. Da ist manchmal noch Flusen dazwischen. Jetzt möchte ich mit euch mit den Außencovern weitermachen. Meine Big Bite darf hier immer verschwinden am Schreibtisch. Du hast ja gerade nichts mehr verloren. Der Rest schon. Ihr erinnert euch, wir haben Jute gefetzt. Wir haben Überlegungen angestellt, wie der Verschluss ist. Und jetzt möchte ich gerne damit loslegen, weil es nämlich so ist, dass erst wenn ich den Verschluss und alles drin habe, dann können wir uns ums Innencover kümmern, weil sonst gucken die ganzen Nadeln oder ja, Klemmen hier halt durch. Und die wollte ich ganz gerne verschwinden lassen hinter dem Innencover. So, ihr habt schon die Vorbereitung gesehen. Also ihr seht jetzt auch in dem Bildausschnitt hoffentlich, ja, genau hier Außencover vorne, Außencover hinten. Damit es euch jetzt nicht so langweilig wird, würde ich mal das Ganze auf Vollspeed stellen. Ich werde jetzt hier distressen, kleben, tüdeln und dann sehen wir uns, sag mal, Richtung Ende des Videos wieder mit einer kurzen Zusammenfassung auch meiner Überlegungen. Und dann könnt ihr jetzt ein bisschen Musik lauschen und mir hier beim Tüdeln zugucken. Weil ich glaube, also im ersten Video habe ich sehr viel erklärt, was ich wie wo machen würde und warum ich hier an welcher Stelle was tue oder was mir überlegt habe. Dementsprechend möchte ich in diesem Video einfach mal euch ein bisschen zuschauen lassen und danach gibt es wieder weitere Erklärungen. Ja, also die ganzen Fetzgedöns und so Sachen, da habe ich glaube ich ziemlich viel zu erzählt. Ja, deswegen geht es jetzt hier an der Stelle weiter. Ja, dann Musik ab! Thank you.
gemacht. Sie hat zwischendurch immer aufgehört zu filmen, weil sie der Meinung war, Schatzi, das passt nicht. Passt nicht, weil Akku leer. Richtig leer war er nicht. Ich weiß auch nicht, warum man bei 15% irgendwie den Anker werfen muss. Egal. Jetzt will ich mich nicht bei euch über meine Kamera beschweren. Es ist so, ich habe auf jeden Fall die Teile angeklebt. Er hat hier mein kleines Bleisäckchen mit Gilding Wax noch geholfen. Ich weiß nicht, ob ihr das jetzt in der zwischendurch gesehen habt. Wo ich dies weiter drehe, habe ich gerade keinen Zugriff auf die anderen Videos. Dementsprechend mache ich nochmal einen kurzen Abholer, dass ihr so ein bisschen im Bilde seid, was ich gemacht habe, für den Fall, dass es nicht auf dem Video ist. So, ich habe hier, Schnipsel gefunden. Ich habe hier die Verzierung. Mal gucken, ob das noch aufnimmt. Ich bin jetzt ein bisschen paranoid, weil es aufgehört hat aufzunehmen. Ich habe diese Coververzierung gemacht. Ich habe Mod Podge auf die Seiten gekleistert und mit dem Mod Podge direkt hier die Jute-Teile angeklebt. So, und hier auch so ein bisschen was von dem Band, was ich hier zum Verschließen nehmen will, mit eingebaut. So, was möchte ich machen? Habe ich den Spruch noch mit dem Dymo bearbeitet. Immer in der Liebe bleiben. Ich denke mal, diejenigen unter euch, die irgendwas mit Mediation zu tun haben, könnten diesen Spruch kennen. Falls nicht, dann ist es trotzdem ein schöner Spruch. So, also das wird hier einziehen auf der Frontseite. Jetzt werde ich hier gleich noch diesen Labelhalter hier drauf machen. Und ich habe mir überlegt, dass ich hier noch so ein kleines bisschen mit Krakelierpaste und Stencil arbeiten will. Auch hier will ich noch so ein, zwei Symbole noch so mit drauf packen. Ich habe nämlich wunderschöne goldene Krakelierpaste, die sich auch als Reliefpaste eignet. Also steht Krakelier drauf, aber ja. Und jetzt möchte ich nämlich hier noch die einzelnen Teile, die man hier so noch verbaut, möchte ich jetzt mit euch hier draufsetzen, bevor ich mich an das Innencover setze. Ja, einiges werdet ihr hier schon im Zeitraffer gesehen haben. Nun kommt mir noch der Gedanke, dass ich meinen kleinen Dolch nicht habe. Nein, Dolch ist es nicht. Meine Prickelnadel. So. Das, Schatzi, brauche ich nämlich jetzt, weil ich nämlich hier oben einfach mal ganz stumpf durchsteche und dann mit den Mini-Brads hier arbeite. Ich habe auch Schrauben dafür, nur die müsste ich auf der anderen Seite wieder abkneifen. Die sind ziemlich stabil. So, ich überlege gerade, ob ich jetzt einfach erstmal den Spruch aufklebe, weil eigentlich gefällt mir der so ganz gut, wie er ist. Also, ich fange mal mit dem Bleiben an. So, das ist so ein schöner Mediatorenspruch und das ist mein Lieblingsspruch und ich hoffe, dass die Beschenkte den auch mag. Ich würde allerdings fast davon ausgehen. weil egal, was du tust, du hast doch gerade in der Streitbearbeitung, sei immer liebevoll zu allen, vor allen Dingen mit deinem eigenen Herzen. Ja. Manchmal fällt es mir schwer, liebevoll zu sein, wenn ich hier so ein Klebchen nicht abkriege, aber das wird mit ein bisschen Gewalt geht das alles. Manchmal sind diese Dymo-Klebchen, gerade wenn das nicht so richtig sauber abgeschnitten ist, die haben eigentlich eine kleine Knickkante. Das heißt, wenn es abgeschnitten ist, kann man das eigentlich wunderbar abziehen. Manchmal möchte das Herz hier nicht so wie ich. So, also das würde ich hier draufsetzen. So, immer. Ja, immer kommt da oben. Seht ihr das? Dieses Schatzi vom Demo hier hat hier so eine Knickkante. Da kann man wunderbar abziehen. Voll der Luxus. Richtig schön. Nur, manchmal vergeigt man das Abschneiden und muss es dann selber machen. Genau.
Genau, so hier, Knips, zack, ab. Ich möchte die Leute konzentrieren. Immer in der Liebe bleiben. So. Jetzt fällt hier auch nichts mehr ab. So, und jetzt möchte ich hier oben das Dingen. Ja, ich pieke jetzt hier mal voll durch und steche in meine Schreibtischunterlage, die aber auch genau dafür da ist. So, jetzt habe ich auf jeden Fall die beiden Löcher. So, man kann schon durchgucken. Jetzt wende ich hier ein bisschen Gewalt an. Mach mir das Loch so groß, dass ein Brett durchpasst. Gucken wir mal. Hast du das schon? Hier schon. Und da noch ein bisschen mit Mühe. Also müssen wir ein bisschen nachlegen. So, jetzt müsste das gehen. Spread 1, Spread 2. Ich sag mal so rein in der grauen Theorie. Könnte man sie danach noch wieder abmachen. Nur ich klebe ja das Innencover drauf. Oder ich beklebe das Innencover, besser gesagt. Das heißt, das hier wieder auseinander zu friemeln jemals ist, könnte spannend werden. Ja, meine Kamera ist immer noch im Film. Ich bin ganz begeistert. Das misst viel echt. So. Ich habe nämlich schon überlegt, ob ich hier vielleicht noch so irgendwie so eine halbe Perle noch so draufsetze. Gucken, ob ich noch welche habe. Hier oben das Flausch bleibt. Kommen die Ecken. So, und jetzt habe ich hier mir gedacht, so reingepeilt wäre da. Da so die Mitte. Damit würde ich den beiden auch nicht unbedingt den Kopf abschneiden, ist gut, aber so über den Kopf wickeln. Ja. Gesagt, getan. Jetzt ist die Frage, ob ich mit der Prickelnadel längs komme oder ob ich hier gleich mal meinen Crocodile bearbeiten muss. Na, komm mal hier mit Fummeln durch oder nicht so? Oh, scheint zu gehen. Scheint zu funktionieren. So, jetzt machen wir mal Folgendes. Ah, muss das natürlich drehen, weil ich will das natürlich so anwenden. Ne? Also so, ihr wisst, Ring hochkant. Zack, dass man hier das Band dran wenden kann. Das heißt aber auch, ich habe die Klemmen nicht hier oder die Klammern. Hier so aufgehen. Es müsste aber unter mein Papier passen. Ja, ich sag mal so, das gefällt mir. So, mein Plan an der Stelle ist, dass man die Flusen aus dem Weg. Ein Plan ist gucken, ob die Aufnahme noch läuft. Hier, es läuft. So, also dieses wunderbar wollige Zeug hat einen Vorteil. Es hat einen festen Faden drin, ein sogar drei, um genau zu sein, damit das auch, sag mal, formstabil ist, beziehungsweise sich nicht länger ziehen lässt. Nur habe ich das zu meinem Vorteil genutzt und habe am Ende einfach den Faden geklaut. So, das heißt, ich habe den Innenfaden geklaut, damit das Ende so ein bisschen wolliger vor sich hinstehen kann. Als Folgendes, ich fummel, puzzle, knödel das hier durch. So, jetzt muss ich mir mal überlegen, wie ich das machen will. Jetzt kann ich aber noch ein Stück abmachen. So, jetzt ist aber hier Schluss mit Fusseln. So, wenn ich das jetzt, weil ich will ja, eigentlich bin ich doof und habe es falsch rum gemacht. Also, was ich jetzt hier euch versuche zu erklären, ist ja mal so der Lauffaden, nein, nicht der Lauffaden, also der Faden, mit dem ich das hier zumachen will. Das
zeige ich euch mal kurz. Geht ja so. Also hier hängt dann der Fussel runter, also der Rest. So, und der Plan ist, dass man das hier so zweimal rumwickelt und dann hier mit dem Schlüssel quasi schließt. Hier ab. So. Weil das Buch wird ein bisschen dicker. Das heißt, wir holen jetzt noch ein bisschen was raus. Dann kann man hier ein paar Mal rumwuseln. Setzen wir hier erstmal einen schönen Knoten rein. Und zwar einmal unten durch und dann oben rüber. Gucken, ich bin gespannt, ob ein einzelner tut, was es soll. Müsste eigentlich noch eins, zwei. Und dann kann man hier so zwei, dreimal vielleicht rumtüdeln. Und auch hier klaue ich dem Faden sein Ende. Oder seine Stabilität, besser gesagt. So, dass es jetzt ein bisschen fransig, wuselig wird. So. Komm mal hier, kleiner Schlüssel. Hier ist es lustig. Schon mal versucht, einen Elefanten durch ein Nadelöhr zu pressen? Dann werden wir das jetzt mal tun. So, Aufnahme läuft mal jetzt. Gucken wir mal, ob das tut, wie ich mir das vorstelle. Das Ding ist, ich muss hier erstmal kurz für klare Verhältnisse schaffen, weil sonst kriege ich das dann niemals durch. Was ich auch schon mal überlegt habe, an so einer Stelle, ist. Oha. Jetzt sind hier mal Elefant und Nadelöhr, ne? Ja, findest, aber ich will noch nicht den Ring sprengen. So, ich glaube. Ich kriege immer Ärger, wenn ich vom Mann sage, ich glaube. Wir sind hier nicht in der Kirche. Hat er recht? Dennoch, wenn man so sagt, oh, ich glaube, das könnte so und so sein, man ist sich denn halt nicht sicher, ne? Das heißt, ich klaue hier noch so ein bisschen Innenfaden, weil der passt definitiv nicht mehr durch das Loch im Schlüssel. So, also wenn man sich jetzt das Ganze mal vorstellt, ne? Wir nehmen jetzt mal. Wir nehmen mal das Bleisäckchen als Buchseiten. Machen das Bleisäckchen hier mal rein. Ein Buch könnte so dick werden. Dann kommt man hier mit seinem Schlüssel an. So, hier hängt das wuselige, franselige Teil. Dann müsste der Schlüssel tatsächlich noch ein bisschen weiter. Weil mein Plan wäre jetzt nämlich zu sagen, der Schlüssel geht hier so zweimal rumgewickelt. Und hängt dann hier so runter. Ja, dann ist er doch hier richtig. Und wieder unter durch. Und lang. Franseln wir hier mal so ein bisschen vor uns hin. So. Zack. Quast. Hier auch so einen schönen Quast. Zack. Also mal abgesehen von diesem Blei-Dingens hier drin. Juli. Also, mir gefällt's. Auch gerade, dass da ein Schlüssel dran ist und das immer in der Liebe bleiben ist. Genau meins. Das gefällt mir super gut. Und Leute, es ist ein Originalfoto. Ich
habe es aus einer alten Scheune gezogen. Zusammen mit einem ganzen Knöpfchen anderer alter Fotos. Ich habe keine Ahnung, wer das ist, aber ich finde, die beiden sehen glücklich aus. Guck mal, das hat sich fokussiert, ja. Schaut mal, also wenn da jemand sich erkannt fühlt. Ja, meine Freundin bekommt jetzt dieses Buch mit eurem Bild drauf. Ich finde das Buch, also das Bild, das ist großartig. Wunderbar. So, das ist, jetzt sind wir eigentlich durch mit dem Cover, also für den ersten Streich. Was jetzt noch fehlt, ist natürlich Innencover, Krakelier und Buchecken. Das kommt aber im nächsten Video. Das heißt, Cover-Video Teil 3 folgt auf dem Fuße. Ja, im besten Fall müsst ihr eigentlich nur noch ein Video weiterschalten, weil ihr das nicht direkt, wenn es rauskommt, geguckt habt. Kann passieren. Oder ihr müsst halt ein paar Tage warten. Ich freue mich, wenn ihr wiederkommt. Ich freue mich, dass ihr dabei gewesen seid. Vielen Dank fürs Zuschauen. Und bis demnächst in diesem Kino.